Ein Hauch von Glamour breitete sich am Sonnabend in der Tribüne aus. Männer in schicken Smokings, Damen in schicken Abendkleidern. So sah es auf dem Ball der Kultur aus. Das ganze Gemisch mit einem bunten Rahmenprogramm ergab nicht nur eine restlos ausverkaufte Veranstaltung, sondern einen erfolgreichen Ball 2011. Die Norderstedter Prominenz aus Kultur und Politik mal ganz privat beim Schwofen und geselligen Beisammensein. Bereits zum 6. Mal fand an diesem Wochenende der Ball der Kultur statt. Dieses Mal unter dem Motto, drehen Sie mit uns ein paar eckige Runden. Eine Idee der Hauptorganisatorin Sonja Lampen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine österreichische Schauspielerin gehört, die gesagt hat, wir drehen einfach noch ein paar eckige Runden. Und das ist für mich so dieses Motto gewesen. Mal was ganz anderes. Keine Herzen, keine Sterne, eckige Runden. Und Runden wurden auf dem Parkett so einige gedreht und dem Publikum von der California-Band ordentlich eingeheizt. Doch etwas abseits von Schwof und Sektbar tummelten sich kleine Plastikenten. Nicht etwa für die heimische Badewanne, sondern für das erste Entenrennen der Stadt. Also wir hatten die Idee, im Rahmen unserer Projekte Landesgartenschau zu überlegen, wie finanzieren wir die. Und sind dann an die Landesgartenschau-Gesellschaft herangetreten und hatten die Idee, halt dieses Entenrennen zu machen. Die sagten uns dann, dass der Roundtable bereits dabei wäre, irgendwie sowas zu organisieren. Wir haben von Roundtable bei einem anderen Roundtable in Jena 2000, ich glaube sogar noch mehr, Enten gekauft, vor schon 4 Jahren. Und haben dann gemerkt, Moment mal, Norderstedt hat ja gar keinen Fluss und kein fließendes Gewässer. Aber dann kam die Idee zu sagen, wir nehmen den Stadtpark und jetzt ist es zu einer ganz tollen Kooperation gekommen. Wir arbeiten mit den Norderstedter Werkstätten, die der offizielle Veranstalter sind, zusammen und wir verkaufen die Enten und das alles für den guten Zweck, für die Projekte auf der Landesgartenschau von den Norderstedter Werkstätten. Für 7 Euro konnte und kann nach wie vor eine solche Ente erworben werden, die dann am 30. April beim Entenrennen antritt. Dort schwimmt das gelbe Plastikteilchen dann für den guten Zweck. Also wir haben 2 Projekte, wie Sie sagten, auf der Landesgartenschau. Einmal einen Bauernhof, den wir in Kooperation mit dem Tierpark Arche Wader und dem Tierpark Eckholt organisieren, die uns die Tiere stellen. Unsere Menschen mit Behinderungen werden dort vor Ort diese Tiere pflegen, betreuen, aber auch für das Publikum da sein als Ansprechpartner. Ein weiteres Projekt ist das Projekt Klasse im Garten, was von unseren Gärtnern initiiert ist. Dort werden wir einen Schulgarten aufbauen und auch für Fragen zur Verfügung stehen, für Schulklassen zur Verfügung stehen und dieses Projekt dort vorstellen. Auch vertreten auf dem Ball war der Verein Havarin Freundschaft mit Israel, um die Vergrößerung des Norderstedt-Walls in der Negev-Wüste voranzutreiben. Nächstes Jahr fangen wir an mit einem neuen Norderstedt-Wald, weil unser Ziel ist Ende des Landesgartenschau unser Norderstedt-Wald einzuweihen. Und das ist nächstes Jahr im Frühling. Stand der Bäume im Moment sind noch 2200 Bäume zu erwerben von 5000. Das heißt, wir haben fast 3000 Bäume schon. Rund 450 Gäste genossen die Stimmung des Balls, der für Stadtpräsidentin Katrin Oehme immer eine tolle Gelegenheit zur Kontaktpflege ist. Ich finde das schön, dass man hier einmal viele Kulturschaffende sieht. Viele, viele Vereine sind da. Und dass man andere Menschen sieht und kennenlernt, die man im Jahr vielleicht nur ein- oder zweimal sieht, denen man nur ein- oder zweimal begegnet und mit denen man jetzt mal ein bisschen klönen kann. Das gefällt mir gut. Auch gut gefiel dem Publikum die akrobatische Einlage der Mädchen vom Norderstedter Sportverein. Sie sorgten mit ihrer Einradshow für großes Erstaunen und ganz viel Applaus. Der Ball der Kultur war also auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Bis 4 Uhr morgens wurde gefeiert und dann Platz gemacht für den Neujahrsempfang, der nur ein paar Stunden später in der Tribüne stattfand. Und wer im nächsten Jahr auch beim Ball mittanzen möchte, am besten jetzt schon mal Karten vorbestellen. Ja, und wer auch die Norderstedter Werkstätten unterstützen möchte, der kann natürlich auch eine gelbe Plastikente erwerben. Und zwar noch bis zum 30.04. Und zwar unter anderem im Ticketcorner an der Rathausallee oder einfach gleich bei den Werkstätten. Und auf die schnellste Ente beim Entenrennen wartet dann natürlich auch ein Gewinn. Michael, du machst ja hier gleich für uns den Sport. Ja, und du warst auch auf diesem Ball. Hast du dir denn auch eine Ente gekauft? Ganz genau. Leider noch nicht. Ich habe es noch ein bisschen versäumt, aber das war ja zum Glück auch erst der Vorverkaufsstart. Bis zum 30. April haben wir, glaube ich, noch Zeit. Ich kann dir ja auch eine mitbesorgen.
Ja, gerne, bitte. Also du besorgst dir noch eine. Und apropos Sport, hast du auf dem Ball auch ein bisschen getanzt? Da waren ja schöne, wir haben ja gesehen, tanzende Paare. Ja, mit meinem Kameramann wollte ich nicht unbedingt auf die Tanzfläche gehen. Aber eins muss ich an dieser Stelle auch leider zugeben, ich kann gar nicht tanzen. Ich hatte nie einen Tanzkurs belegt. Also, nein. Oh, jetzt zieh dir mal Discofox bei, ist jetzt, ganz einfach. Ja, wir kriegen schon das K.O.-Zeichen. Okay. Das war's, glaube ich. Also jetzt mit dieser schlimmen Botschaft. Gehen wir zum Sport. Richtig, machen wir mit dem Sport weiter.